Hallöchen, ich melde mich zu einem Tag und ich freue mich riesig, dass ich von der lieben Anka von Ankas Geblubber getaggt wurde. Vielen, vielen Dank an dich. Ich habe mich sehr gefreut und wer das Video noch nicht kennt, gerne einmal dort oben drauf klicken. Es ist der Ab in den Frühling Tag und den mache ich jetzt mit euch. Ich weiß nicht, ob ich raus bin aus irgendeinem Tag drehen, aber ich freue mich riesig. An dieser Stelle möchte ich aber auch schon mal sagen, ich tagge. Wen tagge ich denn? Ho, 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 ho. Ich tagge Anja und Maike von Book Friends Forever. Falls ihr den Tag noch nicht gemacht habt oder nicht schon längst von 15 anderen Menschen getaggt seid, dann fühlt euch jetzt bitte getaggt. Dann tagge ich noch zumindest für Instagram die liebe Lisa von Zeilengewitter. Genau, und alle weiteren werde ich in meinem Instagram-Account verlinken. Das heißt, ihr werdet das dann mitkriegen. Wenn ihr mir noch nicht folgt auf Instagram, dann guckt doch einfach mal da vorbei. Ich heiße da genauso wie hier, Sanja Books. Und dann starten wir jetzt aber damit mit dem Tag. Frage Nummer 1. Frühlingsanfang. Auf welche Neuerscheinung freust du dich besonders? Puh, das ist ganz schwierig. Ich habe eine ganze Zeit lang gar nicht so viel auf Neuerscheinungen geguckt. Mittlerweile tue ich das natürlich auch. Vielleicht erst so seit 2, vielleicht 3 Jahren. Und da aber auch nicht so regelmäßig. Also ich kriege von manchen das immer wieder sehr gut mit. So zum Beispiel von Anne Freitag und Adriana Popescu. Einfach weil ich über deren Social Media Kanäle, also YouTube und Instagram, das gut mitkriege. Oder auch, wenn eine von beiden oder beide auf der Lit Love sind. Und ich mich natürlich auch freue, wenn ich sie da wiedersehe. Vor allem Anne Freitag habe ich jedes Jahr gesehen bisher. Und sie hat dann auch jedes Jahr oder fast jedes Jahr verraten, wann ungefähr ihr nächstes neues Buch erscheint. Hat in ihrer Lesung vom aktuellen Buch auch immer schon so einen kleinen Sneak Peek gegeben auf das neue Buch, das dann erscheint. Und das war jedes Mal herrlich. Also ich war total angefixt jedes Mal und dachte mir so, oh, ich möchte es jetzt haben, das Buch. Dementsprechend, Anne Freitag, das Gegenteil von Hafen. Ich freue mich riesig darauf. Angekündigt, glaube ich, für den Mai. Und Ende Mai, wenn mich nicht alles täuscht, ich schreibe es euch mal dazu. Und dann ist angekündigt für August oder September. Ich habe es nicht so mit Zahlen. Aber für August oder September ist noch angekündigt von Adriana Popescu ihr neues Jugendbuch. Auch da freue ich mich riesig drauf. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Es kommen noch ein paar Fragen und ein paar entsprechende Antworten und Bücher dazu. Und worauf freue ich mich noch? Ich freue mich noch. Ich habe mich eigentlich sehr gefreut auf Jay Shetty's Buch. Der ist ja, ja in Richtung Meditation, Achtsamkeit, so ein bisschen unterwegs. Und da hat er wohl ein Buch rausgebracht, so ein bisschen wie es ist, ein To Be a Monk, glaube ich. How to Be a Monk? Keine Ahnung. Ich blende es euch auch da ein. Das wurde jetzt verschoben, das Erscheinungsdatum. Und worauf freue ich mich noch? Auf den zweiten Kommissar Rauch freue ich mich natürlich auch sehr. Weiß noch nicht ganz genau, wann der kommt, aber ich warte sehnsüchtig darauf, den zweiten Fall zusammen mit Kommissar Rauch zu lösen. Und freue mich noch auf irgendwas? Vermutlich, aber ich habe es bestimmt wieder vergessen. Also falls ich mich noch auf etwas freue, wird es jetzt hier erscheinen und ihr könnt sehen. Wie gesagt, meistens erfahre ich das relativ kurzfristig. Ich informiere mich jetzt nicht fürs ganze Jahr oder immer für einen Monat ganz explizit. Wenn ich es mitkriege, schreibe ich es mir auf und gucke, dass ich die Bücher dann direkt am Erscheinungstag entweder besorge oder mir sogar vorbestelle. In aktuellen Zeiten eher vorbestelle, damit sie pünktlich bei mir landen und ich sie dann lesen kann. Also gerade so Anne Freitag und Adriana Popescu, die meistens, nicht alle, aber meistens lese ich die relativ zeitnah. Ich laber schon wieder ewig. Frühjahrsmüdigkeit. Welches Buch fandest du langatmig, hat dich ermüdet? Schwierig. Also Bücher, die ich nicht so besonders gut finde, breche ich im Normalfall ab und lese sie gar nicht zu Ende, weil mir dann meine Zeit mittlerweile so ein bisschen zu schade dafür ist. Das heißt, ich gucke, ob es mich wirklich so sehr interessiert und entweder ich sage, okay, ich lese es irgendwann später nochmal und lege es dann zur Seite oder ich breche es ganz ab und es kommt dann auch weg. Ein Buch, dass ich, obwohl es mir nicht besonders gefallen hat, nicht abgebrochen habe und ich es sehr langatmig fand, ist von Paolo Cognetti Gehen ohne jeden Gipfel zu besteigen. Es hat sich angefühlt wie ein sehr langatmiger Marathon. Ich wollte es aber unbedingt zu Ende lesen, vor allem weil es auch nicht so besonders dick ist.
bisschen mehr als 100 Seiten, 120. Ja, ziemlich genau 120. Die kann man schon mal lesen und auch zu Ende lesen. Und es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich das jetzt so nenne bei diesem Thema, dass ich das eben nicht so gut fand, weil ich rede einfach sehr ungern über Bücher, die ich nicht so gut fand. Aber genau, falls sich jemand dafür interessiert und sich nicht so sicher ist, ich fand es zumindest nicht gut, belehrt mich gerne eines Besseren, wenn ihr anderer Meinung seid, aber für mich hat sich sehr gezogen und ich hatte den Eindruck, ich spüre jeden Schritt, den der Autor da geht. Es hat sich alles doppelt und dreifach so schwer angefühlt. Es gibt auch selten Bücher, die mich tatsächlich richtig ermüden. Also bei denen ich so sehr müde werde, dass ich das Gefühl habe, ich muss das Buch weglesen, sonst schlafe ich ein und kriege gar nichts, habe schon längst nichts mehr mitgekriegt von der Geschichte. Nummer 3. Die Blumen blühen. Zeige ein Bild, dessen Cover sehr bunt ist. Ich habe mich da in der Ecke einmal umgeguckt. Also ich habe natürlich schon Bücher, die sind alle relativ farbig. Es ist jetzt nicht alles so dunkel und düster wie dieses Regalbrett. Aber so richtig bunte Bücher finde ich, habe ich gar nicht so viele. Deswegen habe ich mich mal in der Ecke umgeguckt, in der ich einfach gar nicht so viele Bücher stehen habe, aber die sind dann durchaus bunt. Und zwar ist das Der Ostermann von Marc-Uwe Kling und von Astrid Henn. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Marc-Uwe Kling kennt man vielleicht von den Känguru-Chroniken. Und er hat aber auch so Kinderbücher geschrieben, gestaltet. Es geht darum, dass der Sohn vom Weihnachtsmann, der möchte nicht Weihnachtsmann werden. Der findet Ostern viel cooler, was ich sehr sympathisch finde. Und dann wird er zum Ostermann. Es tut mir leid, wenn ich jetzt Spoiler, aber ich finde es herrlich. Ich finde es einfach herrlich gestaltet. Und eine so nette Geschichte für Kinder. Ja, und vorne drauf eben sehr, sehr bunt. Frühjahrsputz. Welches Buch, welche Bücher möchtest du aussortieren? Also aussortieren möchte ich, beziehungsweise ich sortiere gerne Bücher aus, die mir nicht so besonders gefallen haben, die ich entweder abgebrochen habe oder bei denen ich weiß, die lese ich nicht nochmal, weil sie haben mich jetzt nicht so sehr überzeugt. Zuletzt abgebrochen und sozusagen zuletzt aussortiert habe ich dieses Buch von Lea Singer, Anatomie der Wolken. Ich erzähle darüber mehr in meinem Ostervlog und erkläre so ein bisschen, warum es mir nicht gefallen hat. Ganz kurz dazu, es geht um Johann Wolfgang von Goethe und Caspar David Friedrich, so rum. Und die beiden vergucken sich in die gleiche Frau und sind von ihr fasziniert. Dazu kam es noch gar nicht so richtig, zumindest habe ich nicht so weit gelesen. Ich dachte eigentlich, Lea Singer wäre irgendwie so voll mein Geschmack, warum auch immer. Ich hatte da so ein Gefühl. Ich habe 36 Seiten davon gelesen und habe gemerkt, so, nee, ist gar nicht meins. Ich habe erstens zum Teil gar nichts verstanden. Also ich konnte der Handlung nicht wirklich folgen, dem, was da so erzählt wurde. Und mich hat es noch schlicht und ergreifend nicht mehr interessiert. Deswegen zieht es aus. Frühlingsgefühle. Für welche Protagonistin, welchen Protagonisten bist du während des Lesens selbst ins Schwärmen geraten? So, nicht nur für diese Frage, sondern auch noch für eine spätere werde ich dieses Buch hochhalten. Aber erstmal dafür Paris und ich von Adriana Popescu. Das beste, absolute Herzensbuch, das ich neu entdecken durfte. Ich liebe es absolut. Ich habe es zusammen in einer Leserunde gelesen oder zumindest zusammen gelesen mit Lisa von Zeilengewitter und ich liebe es. Ich liebe es einfach. Ich weiß nicht, warum ich so lange habe stehen lassen, aber ich liebe es. In meinem Ostervlog, auch da erfahrt ihr noch ein bisschen mehr dazu. In meinem Lesemonat April werde ich auch noch etwas dazu sagen. Ja, wir reisen mit Emma nach Paris. Wir wollen Alain treffen aber auf Chloe und müssen so einiges durchmachen mit ihr, um es mal so zu nennen. Und dann treffen wir aber auch auf Vincent. Und Vincent ist der tollste Herzschmerzmensch, den man nur finden kann in der Situation, in der Emma ist. Der tollste Belohnungsmensch und überhaupt, also ich finde gar keine Worte dafür. Ich kann nur von ihm schwärmen und ich muss sagen, so sehr ich auch teilweise drüber lachen musste über den Stil, den er wohl trägt, so ein bisschen so mit bunten Socken und so weiter und oder orangefarben. Nee, wie war es? Grüne Socken mit Flamingos drauf oder so zum Anzug oder Smoking sogar. Ehrlich. Also ja. Und in all den Kleinigkeiten, bei denen er sagt, nee, das macht er bewusst nicht. Natürlich hat er Tischmanieren, aber es macht er nicht, weil dann würde man sich ja noch in ihn verlieben. Und genauso wie seine Sätze von wegen. Er möchte nicht der Held sein, weil in den Held verliebt man sich. Aber verliebt sich die Protagonistin quasi. Und es ist einfach so toll. Ja, ich kann nur davon schwärmen. Lisa kann ein Lied davon singen quasi, dass ich davon sehr viel geschwärmt habe und von Vincent sehr viel geschwärmt habe.
Und ja, ein Protagonist, von dem ich nur schwärmen kann. Emma fand ich von Entwicklung her wahnsinnig toll. Also sie ist auch echt eine starke, junge Frau. Sie ist ja am Anfang 16, also bemerkenswert, bewundernswert in dem Alter. Und ja, ich habe mich aber voll und ganz in Vincent verguckt. Natürlich könnte ich jetzt auch von Beth O'Leary Love to Share sagen. In Leon, Lian, wie auch immer. Ja, auch sehr. Aber aktuell quasi der letzte, in den ich mich so richtig verguckt habe. Vincent. Einfach nur Vincent. Es riecht nach Frühling. Welches Buch konntest du nicht mehr aus der Hand legen? Hast du eingeatmet? Da wird es vielleicht den einen oder anderen jetzt wundern, was ich zeige. Und zwar zeige ich die 5 Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Warum wundern? Weil es ein Sachbuch ist. Und man könnte jetzt denken, so, hä, ein Sachbuch? Und das hat dich so reingezogen? Ja, hat es. Definitiv. Denn es war für mich so spannend, mehr zu erfahren. Und ich bin grundsätzlich recht neugierig. Und da was Neues zu lernen in der Hinsicht, in Kommunikation, in Beziehungen, wie funktioniert das? Wie kann man das so ein bisschen analysieren? Aber auch wiederum, wie kann man da selbst was dazu beitragen? Also auch Lösungsansätze, die drin sind, fand ich wahnsinnig interessant und deswegen hat mich das auch wirklich reingezogen. Also ich habe das schon so ein Stück weit verschlungen. Und das spricht für ein sehr gutes Sachbuch und auch für die Thematik. Ich finde es sehr schön, eben wie Kommunikation in der Partnerschaft gelingt. Ohne Bienen, ohne mich. Zeige ein Buch, auf das du nicht verzichten kannst. Muss ich mehr dazu sagen? Anne Freitag. Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte. Ich habe dieses Buch letztes Jahr geliebt. Ich habe es dieses Jahr nochmals gelesen. In diesem Jahr dann mit Lisa zusammen. Ich habe es geliebt. Auch wenn es ihren Geschmack nicht so getroffen hat oder nicht so komplett getroffen hat wie meinen. Ich liebe dieses Buch und ich kann auf dieses Buch nicht verzichten, auch wenn ich es jetzt nochmal dieses Jahr bei klarem Verstand gelesen habe. Ja, es geht um Frank, es geht um Rosa. Die beiden reisen durch Australien, die beiden kaufen sich einen Camper. David kommt dazu. Es wird nicht einfacher, sondern spannender, interessanter, komplizierter. Es ist keine typische Dreiecksgeschichte und doch irgendwie Dreiecken. Einfach nur herrlich. Auch dazu habe ich schon mehr erzählt in meinem Video von den gelesenen Büchern letztes Jahr, Teil 1, Januar bis Juni. Und in meinem Video gelesen dieses Jahr, 2020, Januar bis März. Ich kann es nur jedem ans Herz legen, der diese Geschichte noch nicht kennt. Es ist anders, es ist nicht einfach nur junge Leute, die nach Australien gehen, weil sie nach dem Abi das eben machen, sondern es ist viel, viel mehr und die entdecken viel mehr über sich. Und es sind so tolle Sätze darin, ich könnte gar keinen einzelnen rausgreifen und rausschreiben. Die reisen und ein Stück weit zu sich. Und ein Stück weit weg, aber auch von sich. Es ist so schön. Deswegen guckt euch das einfach mal an. Achtens, Vogelgezwitscher. Welches Buch, über das jeder spricht und das sehr gehypt wurde, gefällt dir überhaupt nicht? Da an der Stelle tue ich mich ein bisschen schwer, weil ich nicht immer mitkriege, wenn irgendein Buch gehypt ist. Das ist so ein bisschen schwierig. Ich lese, glaube ich, nicht unbedingt die Bücher, die gehypt werden. Glaube ich. Was mir aber auffällt, ist, dass einige Bücher von Colleen Hoover, die mittlerweile ja, oder die immer noch irgendwie ständig neue Bücher rausbringt, das hat mich sehr schnell verlassen. Also ich habe am Anfang von ihr, weil ich Will liebe und weil ich Laken liebe, gelesen, weil wir uns lieben, den dritten Teil noch dazu. Und ich habe auch noch ein Buch oder 2 Bücher hier von ihr stehen, aber das schon ziemlich lange und habe kein Interesse momentan, die zu lesen. Und ich glaube, aktuell ist relativ in aller Munde Verity von ihr. Und das interessiert mich so gar nicht. Ja, wobei das auf mehrere Bücher zutrifft, die viel gelesen werden, meinem Eindruck nach. Aber das ist mir so als erstes eingefallen. Also ich bin einfach nicht so Colleen Hoover-affin oder ihr hinterher. Deswegen sind das Bücher von ihr. Neuntens, die Tage werden wieder länger. Zeige ein Buch mit den meisten Seiten. Ich dachte zuerst, das hier wäre das Buch mit den meisten Seiten. Ein wenig Leben von Hanya Yanagihara. Immer noch ungelesen bei mir. Über 950 Seiten, wenn ich es richtig weiß. Über 950 Seiten. Ich möchte dieses Buch ganz, ganz dringend in diesem Jahr lesen. Ich bin gespannt, ob ich das hinkriege, weil so viele Menschen davon schwärmen. Es geht ja um 4 Freunde, wenn ich das richtig weiß. 4 Männer. Es ist wohl auch durchaus heftig.
Und es geht wohl auch um einen, der so ein bisschen, ich will nichts Falsches sagen, ich sag mal nichts mehr dazu. Ja, alle, die ich dazu bisher gehört habe, haben davon geschwärmt. Und das ist schon bemerkenswert. Erstens, weil es so ein dickes Buch ist und das muss auch ein Autor, Autorin erstmal schaffen, über die Länge von über 900 Seiten das hinzukriegen. Das ist auf jeden Fall eins der dickeren Bücher bei mir, die noch im Regal stehen, das irgendwie auch schon so ein bisschen rund ist, obwohl ich es noch gar nicht gelesen habe. Und dann ist mir noch ein anderes Buch eingefallen, das ich glaube ich auch schon mal bei irgendeinem Tag oder so, es ist schon echt lange her, hochgehalten habe, weil es so viele Seiten hat. Und zwar ist es Unendlicher Spaß, da löst sich die Beschichtung. Krass. Okay, Unendlicher Spaß von David Foster Wallace. Infinite Jest. Jest, wie auch immer. Alles und noch mehr könnte eine Beschreibung dieses Romans sein. Ich lese gleich vor, was hinten drauf steht. Erstmal muss ich sagen, es sind wahnsinnig dünne Seiten. Das ist so richtig, richtig dünn. Den Anhang lassen wir mal weg beim Zählen der Seiten. Es ist nämlich ziemlich viel Anhang. Dennoch sind es 1410 Seiten. Ich bin so gespannt, wann ich das jemals lese. Wenn wir die Anmerkungen mit dazu rechnen, dann sind es mit Nachbemerkung des Übersetzers 1547 Seiten. Also, habt ihr gedacht, ein Buch mit 500 Seiten ist viel? 1500 sind ziemlich viel und es schaut aber einfach nicht so dick aus. Also, es schaut nicht viel dicker aus. Es schaut dünner aus oder genauso dick wie das andere Buch, wie Anne Freitagsbuch. Und Anne Freitagsbuch hat, glaube ich, um die 400 Seiten. Ja, richtig, um die 400 Seiten. Und das hier hat einfach mal 1500. Ja, wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wann ich das lesen werde. Es ist relativ schwer und es sind eben auch sehr viele, sehr, 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 sehr dünne Seiten. Hinten drauf steht: Irgendwann in naher Zukunft machen sich die Insassen des Entziehungsheims Annette House und Studenten der Enfield Tennis Academy auf die Suche nach einer Kopie von Unendlicher Spaß, einem Film, der angeblich so unterhaltsam ist, dass der berauschte Zuschauer am Ende verhungert und verdurstet. Nicht allein der schiere Umfang, sondern vor allem die Sprachmächtigkeit, die ungeheure Themenvielfalt, die treffsichere Gesellschaftskritik, die scharfe Analyse sowie der Humor machen diesen kurz vor der Jahrtausendwende erschienenen Roman zum Meilenstein der internationalen Gegenwartsliteratur, ungeheuerlich maßlos bewusstseinsverändernd. So, heißt, das ist auch schon ein bisschen älter. Haben wir jetzt gerade erfahren. Ich wusste nicht mehr ganz genau, wie lange es schon bei mir steht und wie alt es schon ist. Schreibt mir mal in die Kommentare. Habt ihr ein Buch, das über 1500 Seiten hat? Und traut ihr euch daran? Also allein bei 100 Seiten am Tag sind es irgendwie über 2 Wochen, die ich daran lese. Und es ist halt schon, es steht halt auch schon echt viel auf einer Seite. Also es ist nicht gerade noch groß geschrieben. Ich bin sehr gespannt, ob es mich, beziehungsweise wann es mich so sehr interessiert, dass ich sage, ja, jetzt lese ich es und es in die Hand nehme und anfange. Und dann Seite für Seite. Ich bin sehr gespannt. Bitte motiviert mich, schreibt mir in die Kommentare, wenn ich das lesen soll. Ich weiß auch nicht, wie lang die Rezension dazu wird, wenn da so viel drin steckt. Kommen wir zur letzten Frage, Frage Nummer 10. Heuschnupfen. Nenne ein Buch, das dir die Tränen in die Augen getrieben hat, weil es entweder so lustig oder so traurig war. Ich habe keine Allergie, soweit ich weiß zumindest. Und auch kein Heuschnupfen. Das heißt, ich bin da glücklich gesegnet, dass ich da im Moment keine Probleme damit habe. Ich bin genug mit mir und mit meinem Leben und mit meinem Körper beschäftigt. Brauche ich nicht noch Heuschnupfen. Ich zeige ein Buch nochmal, das ich vorhin schon gezeigt habe. Ich kann nicht anders. Ich habe beides bei diesem Buch. Ich habe total gelacht bei diesem Buch, zum Teil Tränen gelacht, weil ich die Situation so schön und so lustig fand, die Vincent und Emma zusammen verbringen und erleben. Und ich habe auch ein Stück weit geweint, weil es so schön war. Also es war gar nicht so sehr lustig oder so sehr traurig. Also traurig war es gar nicht. Es war eher so schön, oh, Herzschmerz, oh, wie schön. Und deswegen habe ich da Tränen vergossen, wie das so öfter mal passiert bei schönen Geschichten, bei Liebesgeschichten, wie auch immer, weil ich eben viel fühle und gerne weine. Ja, also das zumindest ganz gut kann, sagen wir es mal so. Und vielleicht auch, weil ich mich so ein bisschen sofort in diese Idee verliebt habe. Ich möchte so, sobald es mir irgendwie möglich ist, nach Paris und möchte mit Emma und Vincent am liebsten durch Paris schlendern und Montmartre erleben und entdecken. Aktuell absolutes Lieblingsbuch, absolute Empfehlung.
Bitte habt keine Scheu davor, weil Paris auf dem Titel steht oder weil es sich in Paris abspielt. Überhaupt nicht. Es ist so herrlich. Es entführt einen, finde ich, in ein ganz anderes Paris. Ein Paris, wie es eben nur Adriana schreiben kann. Bitte lest es. Das war's von mir von diesem Tag. Ab in den Frühling. Ich freue mich, wenn ihr auch den Frühling genießt. Geht ruhig raus. Am besten mit einem Buch. Setzt euch irgendwo auf eine Decke und lest ganz gemütlich in der Sonne oder im Schatten. Man muss ja nicht immer jemanden treffen. Oder auf Distanz könnt ihr euch ja treffen und vielleicht sogar über das Buch unterhalten. Wer weiß. Und wer weiß, wie lange das noch geht. Also wie bald wir vielleicht auch schon wieder uns in echt auch irgendwo treffen können. Damit ist dann dieser Tag auch fertig. Wie gesagt, nehmt ihn gerne mit. Diejenigen, die ich jetzt nicht namentlich erwähnt habe, die ich jetzt nicht getaggt habe, nehmt ihn gerne mit auf eure Instagram-Accounte, auf eure Blogs, auf eure YouTube-Kanäle. Ich würde mich freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin eine schöne Zeit. Lest gute Bücher. Tschüss.